und herzlich willkommen bei Outdoor Illa Küchenmesser. Was taugen Sie im Wald? Ich habe ja schon zwei getestet und zwar den hier, den Pizzaschneider und den Sparschäler. Der Sparschäler war sogar noch beschissener. Jetzt habe ich den Ceranfeldkratzer mit drei Ersatzklingen. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Drei Ersatzklingen, da kann man zwei kaputt hunzen. Ich habe nicht gesagt, aus welchem Stahl die ganzen Geräte sind, weil das weiß ich nicht. Das ist Edelstahl. Also genaueres kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass mir die Flugzeuge auf den Sack gehen. Ja, Verpackung aufmachen kann schon mal eine Weile dauern. Außer man hat ein Messer dabei. Also man hat ein gutes Messer dabei. So. Da muss man erst zusammenbauen, ist jetzt nichts für Leute mit zwei linken Händen, zu denen ich ja glücklicherweise nicht gehöre. Die Handschuhe muss man dafür ausziehen, das gibt Abzüge in der B-Note. Was ich auch nicht zu den anderen zwei Küchenmessern gesagt habe, aber jetzt nachhole und ich sage es auch zu dem hier, die haben alle drei keine Scheiden. Das ist schon mal eine Riesenmanko. Also ich meine nicht damit auf irgendeine perverse Weise, dass es keine Frauen sind, weil das könnte ja nur gut sein. Im Messerbereich, Leute, ihr müsst mir auch mal zuhören. Oh, da ist ja schon eine Klinge drin. Ich wollte jetzt hier die so da drauf machen, da habe ich festgestellt, dass das ja totaler Schwachsinn ist. Ist egal, mit Scheiden meinte ich Köcher quasi, also halt die Dinger, wo man die Messer reinsteckt, um sie mit sich rumzutragen, ne? Alles klar. Also, wie machen wir das hier? Ich habe ja gesehen, also so wie ich es gerade gemacht habe, macht man das definitiv nicht. Hier, kann man das schon benutzen? Ich weiß es nicht. Das kann doch nicht so gemeint sein, oder? Da man das jetzt hier einfach, also nee, das kann aber wirklich nicht sein. Doch, man dreht das hier so und dann machen wir es hier so runter und dann dreht man das fest. Ja, ganz einfach. Jetzt fangen wir an. Das erste, was wir machen, sind Späne, Holzspäne. Die braucht man zum Feuer machen. Hier, seht ihr das? Das geht ziemlich gut. Naja. Vergleich mal ein anderes Messer. Ich möchte mein Urteil revidieren. Es geht nicht ziemlich gut, es geht ziemlich schlecht. So im Vergleich mit einem echten Messer. Nee, da das kein echtes Messer wäre. Aber das ist halt keins. So. Also, das verstopft. Auch totale Scheiße. Nächster Test. Batonieren, würden die ein oder anderen sagen. Ich sag dazu knüppnen. Wenn euch interessiert, wieso, dann schreibt es doch in die Kommentare. Dann schreibt vielleicht ein anderer Kommentator euch. Hey, du Idiot, das kannst du doch aus einem Video von dem erschließen. Hast du etwa nicht alle Outdoor-Illner-Videos gesehen? Warum hängst du dich nicht auf? Und dem möchte ich mich anschließen. Tu es aber nicht, weil Aufforderung zum Selbstmord und selbst nur die lakonische Frage, warum hängst du dich nicht auf, das könnte strafbar sein. Alles klar, los geht's mit dem Batonieren. Das Problem, das man entdeckt, ist, der Griff hängt so früh an, wie will man so batonieren? Knüppeln. Ja, geht nicht. So, nächster Test, Messerwurf. Geht auch nicht. Beziehungsweise geht, da kriegt alles ins Gesicht. Aua, du Arschloch! Und da bist du tot, wenn du Pech hast. Ne? Also, aber nie auf Leute werfen. Das war jetzt ein rein hypothetisches Szenario mit irgendwelchen Cyborgs, Androiden. Und es war auch ein Unfall und generell Fiktion. Und ich möchte mich auch davon distanzieren. Das reflektiert nicht, wer ich bin. Nämlich ein Typ, der nicht Messer auf Androiden oder sonst irgendwen wirft. Ne? Alles klar, so viel dazu. Irgendwas habe ich vergessen, aber ich habe vergessen, was. Ist ja auch scheißegal, ist wieder ein sehr kurzes Video. Ich schmeiße das einfach mal so dazwischen als kleines Bonbon. Bonbon, habe ich gesagt. Ja, ja, ein bisschen undeutlich gesprochen, wie auch immer. Dafür sehr schnell überlebt. Oder sterben. Ja. Fazit scheiße. Ja, ist so. Da habe ich auch nichts für.